Vampire haben sich öffentlich zu ihrem Glauben bekannt und das tun ja nicht mehr so viele Leute. Gehört da heute Mut dazu? Also mir gibt der Glaube Kraft und ich bin ehrlich gesagt auch sehr dankbar, dass ich glauben kann. Ich hatte wie alle im Leben so unterschiedliche Phasen. Wenn man ein junger Mann ist, ich bin zwar erzogen worden, meine Mutter war evangelisch, also mein Vater war katholisch. Der Vater war jetzt nicht so religiös, meine Mutter ehrlich gesagt schon. Bin ganz normal erzogen worden, habe dann meine Konfirmation gemacht, aber danach als junger Mann war es bei mir so erstmal jetzt stark, kräftig, wozu braucht man das? Durch den Tod in meiner Mutter sehr früh, aber auch den Tod des Vaters, hat sich irgendwas verändert gehabt. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht alles beherrschen kann im Leben. Dass ich selbst, wenn ich stark und kräftig bin, dass es jemanden gibt, der entweder schützen kann oder der mir auch helfen kann über die Dinge der Zeit hinweg. Und so hat sich so eine Verbindung ergeben. Ich hatte Glück, dass ich einen Kreis von engagierten Christen gefunden habe, die mir gesagt haben, komm mal zu uns im Gebetskreis. Und das war sehr spannend. Die haben mir auch beigebracht, mich wieder zu öffnen. Mhm. Auch übrigens zu beten. Mhm. Auch zu beten. Und so bin ich Stück für Stück offener geworden. Und irgendwann habe ich auch wieder offener über den Glauben geredet, weil ich dann auch gemerkt habe, dass es den anderen auch ein bisschen Mut macht, sich selber dazu zu bekennen. Wann sind Sie dann konkret tiefer in den Glauben hineingewachsen? Ja, eigentlich dann so immer mit der Zeit. Also die letzten Jahre eigentlich stärker und war ja dann später auch in der Landessynode, bin ich ja berufen worden. Da hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich mich auch für mehr interessiert habe. Ganz überraschenderweise übrigens auch, okay, als ich das erste Mal den Film Sacrileg gesehen habe. Ah, okay. Für viele ist ja Dan Brown, was der so erzählt, sehr antichristlich. Ich glaube, dass er, wenn ich unter uns sagen darf, fast mehr Werbung dafür gemacht hat, als man glauben kann, weil man dann zunächst mal noch stärker nachliest. Man liest nach der Jesuologie, was war denn eigentlich historisch? Und das Faszinierende ist ja dann, dass ja vieles historisch tatsächlich stimmt. Ja. Das heißt, alle, die mal sagen, das ist nur eine Geschichte, die irren ja. Es ist tatsächlich nicht irgendeine, sondern es ist wahre Geschichte. Die Frage dann, ob man die Auferstehung glaubt oder nicht, das ist die entscheidende Frage, die dann den Christen ausmacht oder nicht. Aber bei mir war es einfach so, ich habe dann einfach eben mich da immer mehr eingelesen und habe dann immer einen stärkeren Bezug gefunden und habe mich dann begonnen, mehr zu öffnen und auch zu bekennen. Weil ich habe mir mal gedacht, eigentlich ist unser Glaube was Faszinierendes. Mal überlegen. In dieser Welt, wo nur der Starke, Schöne und Schnelle zählt, der Reiche, sagt Jesus Christus, egal wie du bist, egal wie du dich fühlst, egal was du willst, du bist mir genauso viel wert. Oder beispielsweise, ich kenne viele Menschen, die sagen, ah, ich habe da einen falschen Weg eingeschlagen in mein Leben, von dem komme ich nicht mehr zurück. Kein Problem. Wenn du willst, kannst du immer umkehren. Die Tür und die Hand zu dieser ist immer offen. Und das ist doch super, ja. Und dann frage ich mich, warum es Leute gibt, die versuchen auszuweichen und glauben, jetzt bin ich mal, versuche ich so eine Quasi-Religion anzunehmen. Finde ich einfach, schaut rein. Es gibt ein ganz faszinierendes Buch, der beschreibt die letzten Tage Jesu, heißt es, von einem englischen, glaube ich, englischen Autor, der jetzt so die letzte Woche beschreibt, wie Jesu einzog und so. Und ist jetzt weder kirchenfeindlich noch sehr gläubig. Und der beschreibt am Schluss etwas, was mich echt begeistert. Er schreibt am Schluss, jetzt egal wie man das Ganze sieht, egal ob man glaubt oder nicht, muss man doch eines festhalten, dass damals vor 2000 Jahren, also 2000 Jahren, am hintersten Eck der Welt, das war nämlich damals nicht der Mittelpunkt der Welt wie heute, hinterste Eck der Welt, jemand, der de facto eine Woche ganz kurz diese kleine Weltbühne betritt, 2000 Jahre nach die Menschen bewegt, dann schreibt dieser, egal ob man jetzt glaubt, ob er Sohn Gottes war oder nicht, er muss zumindest der größte Charismatiker in der Weltgeschichte werden. Und das finde ich sehr faszinierend. Und deswegen auch jeder, der da manchmal ein bisschen abfällig überlegt, überlegt mal genau, wie er unser Leben bewegt und verändert. Haben Sie überhaupt Zeit, in der Bibel zu lesen? Das, was ich mache, ich lese jeden Morgen so eine Losung. Ja? Und manchmal passen die übrigens super genau. Aus meinem Gebetskreis gibt jemand, der schickt mir ab und zu eine SMS. Der weiß gar nicht, wie es mir geht. Aber die, ganz komisch, die sitzt und trifft in dem Moment wirklich genau. Und was ich echt jedem empfehlen würde, mal Hörbücher. Die Bibel als Hörbuch. Mein Lieblingsevangelium ist Matthäus, weil ich finde, auch wenn ein gutes Hörbuch gemacht ist, man sozusagen die unmittelbare Stimme und die Sprache hört und weil natürlich auch die wesentlichen Essentials da drin sind. Aber die Bibel ist insgesamt faszinierend. Also man hat ja für alles was dabei. Zum Beispiel für alle, die jetzt mehr so an Science-Fiction und Mystery glauben, würde ich sagen, mal die Offenbarung des Johannes am Abend zu hören, weil das ist schon, wenn man das so am Abend hört, ja, da denkt man sich dann schon, wow, also da muss jemand, da ist schon wirklich Endzeitstimmung.
oder jemand hat das genommen, ich weiß es nicht. Also das ist zum Beispiel schon sehr faszinierend. Ich sage es jetzt ein bisschen locker, aber also deswegen, in der kann man wirklich echt immer schön reinhören und eine Menge erleben. Aber man kann mit der Bibel auch eine Menge erleben. Und deswegen ist es ja auch bis heute das erfolgreichste Buch der Welt. Ja, es gibt keinen größeren Bestseller als die Bibel. Wer ist Jesus für Sie? Mein unmittelbarer Zugang eigentlich zu Gott, wenn ich ehrlich bin. Die Person Jesu Christi, ich habe ein Gefühl dafür. Ich habe ein Gefühl dazu. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, wir können auch monotheistisch alle sein und deswegen ist doch eigentlich egal, ob man jetzt die eine monotheistische Religion oder die andere hat. Das könnte ich nicht so sagen. Also, weil ich finde, Jesu Christi ist die Identifikationsfigur, die Bindung, der Zugang. Und zwar auch die Interpretation des Glaubens, so wie er ihn gemacht hat. Wir erleben ja heute so unglaublich viele Interpreten, die den ganzen Tag erzählen, was Jesus uns jetzt heute sagen möchte. Ich tue mich dann ein bisschen schwer damit. Ich finde immer, gucken wir mal in die Bibel, was er gesagt hat, und das nehmen wir an. Und nicht das, was irgendwie durch Hunderte von Gedanken und Händen gegangen sind, die meinen, sie wüssten, was da war. Ich bin zum Beispiel auch der festen Überzeugung, dass allein über Religion promoviert zu haben, noch nicht bedeutet, dass man besser glaubt. Ich wundere mich da mal sehr, wie manche Leute am anderen Glauben in Frage stellen. Das kann auch keiner überprüfen, ob ich glaube oder nicht. Das kann nur ich selber wissen. Und da würde ich mir mal auch sehr zurückhalten. Ich würde niemand anderen unterstellen, du glaubst zu gut oder schlecht oder so. Sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Jesu Christi ist dann quasi mein persönlicher Zugang. Eine, wie gesagt, faszinierende Person der Weltgeschichte. Aber es ist jedes Mal einfach der Schlüsselpunkt. Sie haben ja wahnsinnig viel zu tun, eine hohe Belastung, Sie haben viel Druck und ich meine, wann spüren Sie dann ganz konkret seine Liebe, seine Zuwendung? Also erstmal, dass ich das alles aushalte, glaube ich, ist schon so ein Punkt. Ich habe ja auch eingerichtet, zum Beispiel damals im Heimatministerium und auch im Umweltministerium, jetzt machen wir es ja auch Raum der Stille, ja. Manche nannten es dann immer auch die Söder-Kapelle im Umweltministerium, da waren nicht alle so begeistert. Im Heimatministerium in Nürnberg ist echt super, das ist so ein alter Tresor gewesen, da war ein leer im Keller und da haben wir so ein Tresor des Lichts gemacht, im Prinzip ein Lichtkreuz. Und ich darf mir kein Kreuz aufhängen, aber es ist wie ein Lichtkreuz. Und ich gehe immer, wenn ich dann vom Büro, weil ich in Nürnberg noch ein Büro habe, raus zum Auto und gehe da immer nur kurz rein, das sind immer nur ein paar Sekunden. Es ist immer so ein Moment der Entschleunigung, der Besinnung und des Stärkens. So. Also anders genau. Und für mich hat halt das Kreuz schon eine Bedeutung. Also auch wenn es ernst wird im Leben, wenn es schwierig wird oder wenn man auch merkt, Dinge können dir entgleiten und du hast sie nicht selbst in der Hand, ist der Gedanke automatisch in dem Glauben. Dabei ist es nicht so, dass ich was erwarte. Es ist nicht so, also ich finde, der Glaube geht nicht so nach dem Motto, was kriege ich jetzt dafür? Das ist nicht wie ein Ticket im Freizeitpark, all inclusive im Sinne von. Aber es stützt einen einfach. Egal wie, es stützt einen. Vielleicht gibt es ein gutes Ende. Vielleicht gibt es ein Ende, das nicht so erwartbar ist. Aber es gibt dann umgekehrt die Möglichkeit, damit umzugehen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Und was ja auch so ist und was die meisten einfach negieren in unserem Land, es kommt der Punkt auch, wo wir alle gehen. Der kommt. Ja. Bei aller Bedeutung der Medizin. Ja, ich hoffe, dass er sehr spät kommt. Ja. Aber er kommt. Und in unserer Gesellschaft trauen sich die Leute damit nicht mehr so beschäftigen. Deswegen sind auch die Götter in Weiß so faszinierend, weil sie im Grunde genommen die Entscheidung vertagen. Aber es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es irgendwann so sein wird. Und da muss man sich in den jungen Jahren jeden Tag mit auseinandersetzen. Aber wenn man das an eigenen Eltern erlebt, dann kriegt man dafür ein Gefühl dafür und das einfach von jetzt auf sofort gehen kann, sofort. Und ich finde es ganz gut, wenn man da für sich selber sagt, ich weiß, wie es weitergeht. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Science Fiction, ich bin totaler Fan von Astronomie und so Weltall. Aber für mich ist das jetzt mal ein Gottesbeweis. Dieses faszinierende Werk der Naturgesetze muss ja jemand geschaffen haben. Das ist ja nicht zufällig, ja? Dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, was wir alles sehen, erleben. Und das muss einer geschaffen haben, sozusagen ein Weltenkonstrukteur. Da versuche ich auch manchen zu erklären, der sich schwer tut mit Gott. Ciao, das gibt es ja, gibt eine Regel. Du könntest die Flasche da hinten fallen lassen, die fällt runter. Und machen wir die nächste, fällt auch runter. Also das Gesetz der Gravitation. Irgendjemand muss es ja gemacht haben. Das habe ich gemacht, oder Sie. Oder irgendjemand hat diese Regel, dieses Naturgesetz gemacht.
Und am Anfang stand halt das Wort. Ohne dass man jetzt wirklich genau Genesis naturwissenschaftlich bis in die kleinste Exaktheit nachvollzieht. Das finde ich dann immer albern, zu versuchen, den Glauben zu widerlegen, indem man dann auf die Genesis geht und sagt, ja, Moment, da war ja der Urknall und dann hat ja Millionen. Das finde ich sehr, sehr albern und auch ehrlich gesagt dem Thema nicht angemessen. In der Familie, wie wird da bei Ihnen der Glaube gelebt? Ich dränge es keinem auf, weil es wäre nicht zu viel, aber ich zeige, dass der Glaube für mich wichtig ist. Natürlich, ich bin halt immer so, bei Kindern ist so, gibt ja heute auch Eltern, die sagen, also wir erziehen die Kinder erstmal nicht christlich und die sollen dann selber später entscheiden. Ich finde es schade. Also ich sage zum Beispiel Leuten, die überlegen, eine Taufe zu machen, sage ich, ihr schließt ja auch eine Versicherungspolice ab. Ja? Und die Taufe ist irgendwo auch eine Art Seelenpolice, ja? Wenn irgendwas passiert, auch mit einem Kind in jungen Jahren, man würde es, auch viele, die jetzt nicht so gläubig sind, hätten dann ein schlechtes Gefühl. Ja, so ein bisschen sicher zu euch. Ich glaube, dass eine christliche Erziehung, nicht eine übertriebene, wie man sie vielleicht vor 100 Jahren hatte, aber eine offene, eine angebotsorientierte, schon ein bisschen was zu wissen, was da in der Bibel stattfindet, was bei Jesus war, aber die Geschichten, die wir selber alle kennen, auch weiter zu erzählen, dass das schon dazu gehört, das mache ich schon. Und ich glaube, ich setze auch ein bisschen Vorbild. Also wegen dem Kreuz bin ich ja schon viel angegriffen worden. Komischerweise hat mich das nie so geschockt, aber ich finde, das ist natürlich in erster Linie ein religiöses Symbol, aber gerade auch in Bayern ist es auch ein Symbol der Identität. Ja? Ich meine, wir haben christliche Feiertage. Ich habe letztes Mal jemanden gefragt, der sagte, ja, ich möchte totale Trennung von Staat und Kirche. Und dann habe ich gesagt, okay, heißt aber an Weihnachten arbeiten. Nee, da möchte ich auch frei haben. So. Mhm. Also das ist ganz interessant, wenn man das dann so sieht. Ich bekenne mich halt dazu und ich finde auch, dass auch christliche Traditionen dazu können. Tradition darf nicht nur alles ersetzen, also Tradition darf nicht so eine reine Liturgie werden. Mhm. Es muss schon der Inhalt dazukommen, weil wenn beides stimmt, dann ist es schönes Gelebtes. Haben Sie ein Kreuz bei sich? Ich habe eins immer dabei, kein Kreuz im Büro. Ich habe hier meine Medaille vor Jahren bekommen von einem Geistlichen. Ehre sei Gott und Frieden den Menschen, das trage ich immer bei mir rum. Und wenn ich das mal nicht habe, habe ich ein schlechtes Gefühl. Boah. Aber ja, dann habe ich ein echt schlechtes Gefühl. Die glaubwürdigsten Träger des Glaubens sind natürlich die Amtskirchen. Und mich bewegt schon, wir haben ja da manchmal spannende Debatten, die ich übrigens nicht schlimm finde, auch zwischen Amtskirche und Staat, die müssen auch sein. Ich würde mir manchmal, denke mir nur, wir müssen auch, also so wie die Politik sich ständig hinterfragen muss auch Kirche sagen, Mensch, was können wir denn noch tun, um mehr zu begeistern für uns? Und zum Beispiel finde ich auch, dass Bischöfe auch Seelsorger sind, auch für den Ministerpräsidenten theoretisch. Also man begegnet sich jetzt nicht nur auf der Ebene einer Funktion, sondern für mich muss es auch Seelsorge geben. Und ich finde, aber solche Sachen auch mehr zu reden, was den Kern des Glaubens ausmacht, ist schon echt wichtig, ja? Und ist auch toll. Ich meine, was mich manchmal bewegt, dass Weltkirche manchmal anders ist als in Deutschland. Ja? Also wenn man im Vatikan ist, natürlich ist das jetzt mal auch noch eine ganz andere Sache. Ja? Also das ist beeindruckt einen natürlich. Ja? Auch der zwei letztens bei beiden Heiligen Vätern, was wir für bewegende Gespräche sind. Aber dann spürt man beispielsweise die Dimension der Weltkirche immer wieder, was ich total faszinierend finde. Ja, Weltkirche, also zu sehen, dass Leute unterschiedlicher Region, Alters, sozialen Standards, völlig unterschiedlich kulturell entwickelt haben, doch diesen einen Fixpunkt im Leben haben. Und sowas finde ich manchmal einfach besser herauszustellen, als sich so auch so im deutschen Klein-Klein zu verlieren, wo wir dann miteinander streiten und abgrenzen und so. Das finde ich manchmal schade. Und was ich auch eben schade finde, wenn man einander abspricht zu glauben. Aber man kann auch mit unterschiedlicher Meinung glauben. Man muss deswegen die unterschiedliche Meinung nicht akzeptieren. Auf keinen Fall. Man darf streiten und leidenschaftlich sein. Aber der Glaube, den sollte man am anderen nicht absprechen. Man sollte eher helfen, dass sich ein Glaube vielleicht verstärkt. Und deswegen glaube ich, Mission ist wichtig. Ich würde mir einfach wünschen, dass Kirchen sagen, wir versuchen auf alle zuzugehen, ohne damit ihr Profil zu verlieren. Auf keinen Fall. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche von den Kirchen. Ist der Glaube Ihrer Meinung nach Privatsache? Nee. Also ja, einerseits ja, keiner soll dazu gezwungen werden, aber man darf es auch öffentlich sagen. Ja. Ich meine, es gibt ja Fußballspieler, ja, also da merkst du genau, wo der eine dann, wenn ihm ein Stein vom Herzen fällt, ja, und wenn er sich bekreuzigt oder wenn er vorher betet oder so, das ist doch, egal wie das Spiel ausgeht, aber es gibt den Leuten einfach Mut und Kraft und sind wir mal ganz ehrlich,
ich kenne kaum jemanden, der, wenn es ihm ganz schlecht geht, dann nicht irgendwie sagt, jetzt könnte ich Hilfe brauchen. Und das ist auch zulässig übrigens. Es ist auch zulässig, selbst wenn man nie vorher gebetet hat, am Schluss zu sagen, das ist auch nicht heuchlerisch übrigens. Nee. Also in der Not darf man sich ganz besonders an Gott wenden, finde ich. Und weil dafür ist er da. Und wenn man nochmal Jesus Christi sieht, der hat ja gerade Leuten immer in Not besonders geholfen. Und der Religionsunterricht, das ist noch eine Frage, die mir am Herzen liegt, weil Sie das auch sagten, dass Menschen da Zuflucht suchen können, auch in der Schule. Und das ja ein Fach ist, das die obersten Bildungsziele repräsentiert. Was tun Sie, um den Religionsunterricht zu stärken? Also erstmal frage ich, beim Zeugnis schaue ich als erstes auf den Religionsunterricht. Stehe doch immer oben dran und frage, wie waren die Noten in der Rallye, weil ich habe immer einen Einser gehabt. Also, unterschiedlich ist jetzt das keine Rallye. Ich habe einmal einen Zweier, aber sonst immer einen Einser gehabt. Mich hat es auch immer interessiert, ja. Ich glaube, beim Religionsunterricht kommt es echt extrem auf den Lehrer an. Mhm. Also du kannst Religionsunterricht, glaube ich, großartig gestalten und du kannst es schon sehr anspruchsvoll machen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch ein bisschen erklärt, dass die Menschenwürde in der Verfassung, die ist nicht irgendwie abstrakt. Die Aufklärung hat die Basis des christlichen Menschenbildes. Die Aufklärung wäre ohne das Christentum gar nicht denkbar. Beides zusammen machen erst aus der reinen säkularen Idee der Menschenwürde ja im Prinzip einen tiefen Wert. Denn woher soll denn der Wert kommen? Woher soll ich wissen, dass wir alle gleich viel wert sind? Woher? Dass du Staates einfach mit Mehrheit festsetzt, geht dann halt. Weil dann könnten wir nämlich, wenn wir in einer anderen Runde zusammensitzen, 10 andere sagen, sehe ich anders. Wir stellen aber diesen Wert der Menschenwürde nicht zur demokratischen Disposition. Also wir sagen nicht, du kannst darüber abstimmen, ob du, ich was wert sind. Sondern es steht fest. Und deswegen ist eben auch das Kreuz nicht nur ein reines Symbol einer Religion, einer Kirche. Es ist auch für den Staat die eigentliche Existenzgrundlage. Steht da bei der Verfassung so drin. Und ich fände es spannend, wenn es gelänge, im Unterricht ein bisschen mehr am Schluss, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, so ist es. Ich verstehe, warum ich in dem Land lebe, nicht in dem anderen. Ich verstehe, was meine Wurzeln sind, warum das so ist. Warum gibt es eine Kirche? Warum ist es bei uns so? Und warum leben wir so? Und warum ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie wir leben? Unserem Projekt Promis Glauben. Also wir versuchen ja über prominente Persönlichkeiten, die Vorbilder sind, gerade für junge Leute, dann Zugang zu verschaffen, zu fragen, wie, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Auch, was bedeutet mir der Glaube, ganz klar. Ich bin übrigens auf Sie als Lehrer aufmerksam gemacht worden von einem Schüler, der einen Vortrag von ihm gehört hat und hat gesagt, Herr Gosian, haben Sie mal nach Markus Söder geguckt? Der spricht da von Jesus auf den Veranstaltungen und war da ganz fasziniert. Und das hat dann eine Diskussion in der Klasse erzeugt. Und das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Meine Frage, was halten Sie von Promis Glauben? Ich finde es gut, weil es gehört auch dazu, sich öffentlich zu bekennen. Auch wieder zwei Beispiele, wir haben noch Zeit. Ich bin evangelisch und ich habe immer eines bedauert am Evangelischen, dass man sie nicht bekreuzigen kann. Weil ich fand das auch schon bei Fußballspielern immer so toll. Die schießen ein Tor und machen ein Kreuz immer. Super. Dann war ich mal bei einem hohen Evangelischen, der sagt, du kannst dich schon bekreuzigen. Also Lutheraner, wir sind Lutheraner. Wir dürfen das, sich zu bekreuzigen. Und zum Beispiel mir gibt es Kreuz, das Bekreuzigen was. Jetzt kann man sagen, albern, alter nicht. Mir gibt es was, also mache ich das. Und man redet auch dann drüber. Und wenn man drüber redet, stellt man fest, das ist echt interessant, bei Mama so ein Gebetsfrühstück, es gibt auch mit anderen interessanten Personen ein Gebetsfrühstück, da stellt man fest, jemand, den man kennt, den man von der Öffentlichkeit kennt, also der ist nicht so mein Fall, ja. Und dann redet er plötzlich über den Glauben und denkt man, der denkt ja eigentlich wie ich. Ja. Mhm. Ich finde das ein tolles Projekt, deswegen habe ich mir jetzt zur Verfügung gestellt. Okay. Und man soll auch für den Glauben was Positives sagen. Und letzter Punkt, Appell an alle, die über die frohe Botschaft reden, keine Textbildschere. Die Leute sagen, es gibt die frohe Botschaft und ziehen eine Miene immer dabei. Also ich finde zum Beispiel, auch Glaube und Kirche muss fröhlich vermittelt werden. Ja? Muss einen erfüllen und nicht einen abschrecken. Ja? Also wenn man den ganzen Tag nur gesagt bekommt, was man nicht tun soll, und wenn den ganzen Tag nur negativ geredet wird, dann hat es keine Faszination. Ich finde einfach, den Glauben leben und zeigen, auch zu zeigen, dass nicht jeder perfekt ist.